Was hat Wellenreiten mit Verkaufen zu tun? Was können Verkäufer von Surfern lernen? Und was bedeutet Schlagzahlen mal Schlagkraft? Wenn du das wissen willst, bleib jetzt dran. Was hat Surfen, also Wellenreiten, gemeinsam mit Verkaufen? Spannende Frage. Wellenreiter wissen, dass Wellen immer in Sets kommen, also immer in Gruppen. Das können mal zwei sein, das können aber auch bis zu 10 Wellen sein. Aber die kommen dann immer regelmäßig. Also wenn du an einem Spot bist, an einem Strand bist, wo die Wellen im 6er-Rhythmus kommen, dann hast du immer 6 Wellen und dann hast du eine Pause. Dann kommen wieder 6 Wellen und dann hast du wieder eine Pause. Das ist wichtig fürs Rauspaddeln, weil wenn die Wellen sehr hoch sind, kommst du gar nicht raus, wenn du während eines Sets raus willst. Also musst du mal warten, bis das so ein Set zu Ende ist, bis die Pause da ist. Also es kommt immer darauf an, wo du bist, aber zwischen 2 und manchmal 10 Wellen. Und das Gleiche gibt es im Verkauf. Jim Rohn, amerikanische Management-Legende, mittlerweile verstorben. Jim Rohn hat gesagt, du brauchst 7 Nein, um ein Ja zu bekommen. Also es gibt dort auch so einen Rhythmus. Ein Rhythmus im Sinne von 7 Neins zu einem Ja. Also entweder innerhalb des Gespräches, dass du innerhalb eines Kundengespräches halt dir 7 Einwände holst, die du alle entkräftest, und der 8. beziehungsweise das 8. wird dann sehr wahrscheinlich ein Kaufsignal sein. Die wenigsten Kunden haben 7 Einwände. Also das ist selten. Aber es ist ein gutes Denkmuster zu sagen, okay, 7 Nein, gleich ein Ja. Wir haben das bei uns im Team mal gemessen, meine Telefonverkäufer, wie viele Kundengespräche brauchen die, Nettogespräche, um einen Abschluss zu machen. Das sind bei Thomas, seinerzeit unser bester Telefonverkäufer, sind das 5,4 Anrufe. 5,4 Nettogespräche, um einen Abschluss zu machen. Also wir machen keine Termine am Telefon, wir machen immer direkt Abschlüsse. Bei Thomas ist es so, 5,4 Gespräche gleich ein Abschluss. Wir haben das gemessen über 5 Monate. Und das ist klasse, weil Thomas kann sich immer sagen, erstes Gespräch ist nichts geworden, zweites Gespräch nichts geworden. Er weiß, nach dem 5. Nein ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der 6. ein Abschluss. In dem Sinne, Vertrieb ist Mathematik, Vertrieb ist Schlagzahl mal Schlagkraft. Und das, was wir von den Wellenreitern lernen können, sind eben die Sets, die hast du auch im Vertrieb. So, und jetzt wünsche ich dir fette Beute und jetzt gibt es nochmal einen Blick raus aufs Meer. Heute ist nicht unbedingt der sonnigste Tag, beziehungsweise gar keine Sonne. Ich wünsche dir fette Beute und viel Erfolg.